Klicken wir kurz drauf. So, dann haben wir hier in den Karteireitern den Punkt Verknüpfung. Der ist jetzt in meinem Fall standardmäßig aktiv. Und da haben wir hier unten in der Mitte den Button Anderes Symbol. Klicken wir drauf. Kriegen wir so eine kleine Pseudo-Fehlermeldung. ShutdownX enthält keine Symbole. Deswegen können jetzt keine Standardsymbole angezeigt werden. Deswegen wird eine Windows-Standarddatei, und zwar die Shell32DLL, geladen. Die hat jede Menge Symbole, wo wir uns eins aussuchen können. So, nehmen wir jetzt einfach mal, hier haben wir zum Beispiel schon mal das Shutdown-Symbol, das könnten wir jetzt nehmen. Wir können uns das hier aber auch noch was anschauen, was wir hier sonst noch zur Auswahl haben. Hier haben wir zum Beispiel nochmal ein Shutdown-Symbol. Das ist einfach nur kleiner, vom Prinzip aber genau das gleiche. So, bleiben wir bei dem ersten, also einmal dran klicken, bis es markiert dargestellt wird und dann auf OK klicken. Jetzt sehen wir es schon hier oben und dann auf Übernehmen klicken und OK und schon haben wir es hier. Das müssen wir natürlich nicht unbedingt hier lassen, wir können es natürlich jetzt auch in die Schnellstartleiste legen. Dann hat es sich hier oben verewigt. Geht also auch. Und das ist meiner Meinung nach die einzige Methode, wie es also schneller geht. Das ist hier meiner Meinung nach das Schnellste, weil in der Regel wird die Taskleiste hier oben nicht verdeckt. Oder für den Fall, dass Sie sie unten haben. Aber die Icons hier können natürlich schon mal, wenn Sie mit Anwendungen im Vollbildschirm arbeiten, verdeckt werden. Dann müssen Sie es erst minimieren, um dann hier drauf zu drücken. Sinnlos ist es, diesen Link ins Startmenü zu legen, weil da haben Sie ihn ja eh schon. So, machen wir das Ganze noch kurz zu Demonstrationszwecken für Restart, also auch wieder auf Verknüpfung. Shutdown R. Weiter. PC Neustart. Neustarten. Wieder rechte Maustaste. Eigenschaften. Anderes Symbol. Ja, größer können wir es nicht machen. So, es gibt kein richtiges Neustart-Symbol offenbar. Ich habe es jedenfalls beim ersten Durchschauen nicht gesehen. Deswegen muss man in diesem Fall irgendeins nehmen, was relativ nah dran kommt. Habe ich jetzt das genommen. Man sieht auf den ersten Blick, das Bild ist zu klein. Es wird in diesem großen Icon, das jetzt hier auf Vista am Desktop dargestellt wird, ein bisschen nach oben skaliert und dadurch sieht es ein bisschen pixelig aus. Wenn ich es aber auch hier hinschiebe, mal ein bisschen größer. So, wenn ich es aber hier oben wieder hinschiebe, dann sieht man keinen Unterschied. Und wir haben natürlich auch schon auf sempervideo.de eine Webseite vorgestellt, die uns tausende von Icons, sehr hübsche Icons, quasi kostenlos zur Verfügung stellt. Im schlimmsten Fall also da ein Icon runterladen. Es muss dann eben nur eventuell noch in das sogenannte Icon-Format konvertiert werden. Das ist aber gar kein Problem. Ich glaube, das konnte man dort auch runterladen. Einfach mal nach Iconlook auf sempervideo.de suchen, dann finden Sie das. Für den Fall der Fälle, dass Ihnen das hier nicht gefällt oder Ihnen die anderen Icons auch nicht zusagten. Es gibt noch eine andere Datei, Eigenschaften, anderes Symbol. Das ist eben, wie ich schon eben sagte, die Shell32DLL. Es gibt noch eine ImageRace-DLL. Einfach da ImageRace eingeben. Es gibt nur eine Datei. Kurz anwählen. So, dann haben wir hier schon, ne, noch nicht. Enter drücken. Jetzt haben wir jede Menge andere Icons. Ist aber meiner Meinung nach hier für den Restart-Fall auch nichts dabei. Grundsätzlich bieten viele Icons bzw. viele Dateien ihre eigenen Icons an, aber das ist eben das Problem. Ich könnte hier die Symbolsuche auch auf den Firefox schicken. Dazu brauchen wir hier nur den entsprechenden Pfad einzugeben oder hier auf Durchsuchen klicken. Ich gehe jetzt einfach mal auf Computer, C, Programme, Mozilla Firefox 3, Firefox Exe, öffnen. So, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel die Firefox-Icons
zur Auswahl. Das klappt grundsätzlich bei jeder EXE-Datei oder DLL-Datei. Es gibt natürlich Ausnahmen und es macht natürlich in diesem Zusammenhang hier überhaupt keinen Sinn. Soll nur demonstrieren, dass wir mehr als nur diese zwei DLL-Dateien zur Verfügung haben und auch mehr als Icon-Look im Internet. Okay.